Ja, es läuft gut und nicht so gut, weil wir doch ziemlich viel in der Nacht gearbeitet haben, weil wir wieder einmal Probleme mit dem Getriebe haben. Jetzt dürfte das aber funktionieren, das dürfte jetzt hinhauen. Ja, Nürjad ist eine tolle Strecke, wahnsinnig spannend zum Fahren. Jeder Fehler heißt, man steckt irgendwo in einer harten Ecke drinnen. Ich bin auch, muss sagen, eigentlich überhaupt nicht nervös, ich bin nur gespannt, wie es werden wird. Ich freue mich aber wahnsinnig auf dieses Rennen. Das Hauptproblem ist, dass wir das Auto noch eingestellt hatten für das ganz Nasse und es ist aber mittlerweile alles aufgetrocknet. Also das Auto hätte müssen viel härter eingestellt sein, deswegen war es auch auf der langen Strecke den Berg runter extrem unruhig. Aber durchgekommen, erste Hit gefahren, sind noch zwei Hits zu fahren, sind dabei. Das war jetzt die dritte Hit. Ich bin beim Start exzellent weggekommen, war der erste aus der ersten Runde heraus. Habe dann aber leider sofort gemerkt, dass ich beim Beschleunigen in der langen Rechtskurve, dass ich Motoraussetzer habe und habe eigentlich immer bei 3000 Umdrehungen den Schub verloren, musste also immer bis raufschalten, bis in die fünfte. Und dadurch konnte mich der zweite, der hinter mir war, dann einholen und wie ich die Chocolate genommen habe, hat er mich überholt und um 20 Meter geschlagen. Aber damit bin ich eigentlich zufrieden, weil das Auto eigentlich nicht gescheit gelaufen ist. Und Semifinale auf, ja, wenn ich da in die ersten vier komme, bin ich im Finale. Es ist zwar schade, dass durch einen Fahrfehler im Semifinale ich das Finale um einen Platz nicht erreicht habe, aber das ändert nichts an dem positiven Gesamtergebnis. Wir sind als Team gewachsen, sind in allem schneller geworden, vom Mechanikereinsatz bis zum Fahren und sind dadurch absolut bestens vorbereitet auf das nächste Rennen am 1. Juni in Sedlčany.